Das Autohaus Birngruber in Krems war Schauplatz für die Wahl der Miss Niederösterreich 2014. Die Gäste wurden in der Stiegl Goldbräu und Lorenz Wachaulasch stimmungsvoll empfangen. Auch die hohe Politik von Krems war anwesend und wir wollten wissen, was Sie vom heutigen Abend erwarten. Ja, wir haben ja eigentlich selten so ein großes Event in Krems und ich muss ehrlich sagen, das fasziniert mich und ich hoffe für die Mädels, ich meine, es sollen ja eigentlich alle gewinnen, aber es wird einer eine gewinnen und ich halte einfach allen die Damen. Eine Frage an die Dame, ist das so ein Mythos? Wir sind hier beim Autohaus Birngruber, Autos, schöne Mädels, gehört das irgendwie zusammen? Da fällt mir nur ein Satz ein, Sex sells. Schöne, junge, attraktive Frauen haben Sexappeal und Autos wollen verkauft werden. Danke. Das erklärt alles. Dankeschön, viel Vergnügen. Die Moderatorin Niki Fuchs brachte es am Anfang des Finales auf den Punkt. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Diese Frage werden wir heute definitiv beantworten. 13 Finalistinnen stellten sich einer Fachjury. Die Kandidaten, welche in Ausscheidungen in den vier Viertel von Niederösterreich antreten mussten, zeigten in den ersten beiden Durchgängen, welche offen bewertet worden sind, ihre Qualitäten. Im Rahmenprogramm zeigten junge Künstler aus Österreich, welches Können auch schon in ihnen steckt. In der Pause wurden den 300 geladenen Gästen einige kulinarische Schmankerl geboten. Dann wurde es aber ernst. Im dritten und entscheidenden Durchgang, welcher natürlich verdeckt gewertet wurde, zeigten die 13 Finalisten in Bikini-Mode ihr Können. Schlussendlich war es dann auch soweit. Die Jury hat entschieden. Claudia Keinz, Miss Waldviertel, wurde neue Miss Niederösterreich 2014, knapp gefolgt von Jennifer Pani als Vize-Miss Niederösterreich, dritte Miss Waldviertel und Sarah Bayer, Miss Weinviertel. TV Waldviertel wollte von einem Jurymitglied in Erfahrung bringen, nach welchen Kriterien man bei einer Misswahl bewertet. Nein, also überhaupt nicht nach persönlichen, sondern wirklich schon nach Tagesform, nach Abendform. Ich hatte ja das Vergnügen, schon in der Urfachjury dabei zu sein, das heißt auch schon die vierte Missen mit auszuwählen und die Vorauswahl zu treffen. Und das heute war nochmal was ganz anderes. Eine vielleicht Frage, die man schwer beantworten kann, war eine Ihrer, die Sie persönlich favorisiert haben, jetzt am Ende dabei? Es hat eigentlich genau das Ergebnis gegeben, was sich für mich jetzt zwischendurch schon dargestellt hat. Und auch von den Misswahlen, also diese vierte Wahlen, haben sich die Favoriten heute genauso auch ergeben. Welche Chancen rechnen Sie für die Miss Niederösterreich jetzt bei der Österreich-Wahl? Als Jurymitglied haben Sie ein bisschen eine Ahnung, auf was da zukommt. Ich bin das erste Mal in einer derartigen Jury, insofern habe ich da nicht so wirklich viel Ahnung. Ich glaube, das ist schwer einzuschätzen. Da müsste man sehen, was aus den anderen Bundesländern kommt. Aber ich glaube, dass die beiden Mädels, die gewonnen haben, schon sehr gutes Potenzial haben. Das heißt, Sie werden jetzt auf alle Fälle bei den nächsten Misswahlen immer dabei sein, weil es hat Ihnen sichtlich Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht und wie gesagt, von Anfang an voll mit Enthusiasmus dabei und ich würde mich freuen, wenn ich weiterhin dabei sein darf. Nach einer kurzen Verschnaufpause stand die frisch gewählte Miss Niederösterreich zum Interview bereit. Natürlich wollten wir auch von der zweiten und dritten der Misswahl wissen, wie es Ihnen geht und welche Empfindungen Sie jetzt haben. Wir haben hier die frisch gebackene Miss Niederösterreich. Was geht bei Ihnen jetzt so momentan vor? Standardfrage Nummer 1, aber ich kann es wirklich nicht beantworten. Also es ist unbeschreiblich, das Gefühl. Es ist, ja, einerseits ist einmal wirklich die ganze Last gefallen, die ganze Anspannung. Das war jetzt doch sehr heftig, nachdem wir jetzt schon 3 Tage das Camp gehabt haben und wirklich hart darauf hin trainiert haben. Und ja, der Tag heute hat auch schon sehr lang gedauert. Und von dem her ist es wirklich einmal jetzt gut, dass das einmal vorbei ist. Aber ja, ganz glauben kann ich es noch nicht. Und was
war heute schwieriger, jetzt die eigene Nervosität oder zu wissen, da sitzen einige hundert Zuseher, was werden Sie die denken? Nein, es war glaube ich schon die eigene Nervosität, auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall, das hat überwogen. Es ist zwar jetzt wahrscheinlich zu früh schon zu fragen, was für Chancen rechnet man sich jetzt bei der Miss Österreich-Wahl aus? Ich rechne mir, muss ich sagen, jetzt keine Chance nicht aus, weil ich überhaupt nicht so weit gedacht habe oder mal über das noch absolut gar keine Gedanken gemacht habe. Also das lasse ich wirklich auf mich zukommen. Ich muss einmal schauen, auch wie die anderen Kandidatinnen so sind, wie sie ausschauen, aber das lasse ich auf mich zukommen. Dann alles Gute Danke für die Miss Österreich-Wahl. Wie ist das Gefühl so kurz, nachdem man den zweiten Platz errungen hat? Also ich fühle mich unglaublich. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so weit komme, bin überglücklich und ich freue mich, weiterzukommen. Was war heute das Schwierigste? Jetzt nur das Präsentieren oder was war für Sie so das, wo man gesagt hat, da bin ich sehr nervös? Kurz davor war ich noch relativ lässig. Aber währenddessen, wenn alles losgeht und so und auch die Füße tun weh mit der Zeit, man braucht irrsinnig viel Ausdauer, also das ist dann schon was zehrt. Dann wünschen wir viel Erfolg bei der Miss Österreich-Wahl. Dankeschön. Wir haben hier noch die Drittplatzierte. Ja, da wird es nichts mehr mit der Miss Österreich-Wahlbeteiligung, aber trotzdem von einigen Teilnehmern trotzdem den dritten Platz. Was ist das für ein Gefühl? Trotzdem sehr schön, auch eine Schärpe zu haben. Ja, und ich freue mich. Es ergibt sich sicher in der Zukunft auch irgendwas in der Richtung. Und was hat für Sie das dreitägige Camp, hat das was gebracht? Also auf jeden Fall. Es war wirklich super. Wir haben sehr viel dazu gelernt. Wir haben total viel gemacht. Ja, und wieder neue Freundschaften geschlossen und tolle Leute kennengelernt. Dann wünschen wir Ihnen für Ihre weitere Zukunft alles Gute. Dankeschön. Dankeschön. We'll be right back.